Zum vierten Mal in Folge haben der Hamburger Weg und Holsten mit dem Hamburger Fußballverband den Vereins-Ehrenamtspreis verliehen. Feierlich überreichen die Projektpaten Dennis Aogo und Lotto King Karl den drei ausgezeichneten Vereinen die Preise für ihr überragendes Engagement. Für Holsten selbst ist diese Aktion eine Herzensangelegenheit. Ist ja schon mittlerweile ein x-tes Mal, was jetzt stattfindet. Also man kann sehen, dass wir da total hohes Engagement haben. Es ist auch eine persönliche Leidenschaft von vielen Leuten bei uns in unserer Company, die einfach sagen, es ist schön, dann diesen Menschen mal eine Plattform zu geben, die bisher immer nur so im Hintergrund, im Schattendasein viele, viele Sachen geleistet haben, ohne dass ihnen mal irgendjemand gesagt hat, wow. Je 10.000 Euro Preisgeld gehen in diesem Jahr an den ETSV Hamburg, SC Schwarzenweg und DUVO 08. Vereine, die ein außerordentliches Maß an gemeinnütziger Arbeit hervorbrachten. Eine Auszeichnung mit riesengroßer Wirkung. Das kann man gar nicht mit Worten so bezeichnen. Also es ist eine innere Freude, die wir auch hier verspüren und die wir natürlich auch mit nach aller Mühe nehmen zum Mittleren Landweg und unseren Vereinsmitgliedern da auch präsentieren werden. Die freuen sich riesig, das wissen wir jetzt schon. Millionen von Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich in Sportvereinen, opfern ihre Freizeit für den Fußball. Durch den Ehrenamtspreis wird genau diese Arbeit öffentlich gewürdigt und in den Fokus gestellt. Grundsätzlich immer sehr wichtig. Im Hamburger Amateurfußball ist es natürlich besonders greifbar, weil Hamburg eine Fußballstadt ist. Und deswegen engagiere ich mich hier auch schon längere Zeit, und um das auch bekannt zu machen und diese Diskussion, die immer mal so aufkommt, sowas nichts kostet, ist nichts wert, dass das einfach von vornherein mal klar gemacht wird, was hier die Leute auch leisten. Ja, ich bin natürlich erstmal froh, dass ich hinter einem Projekt stehe, wo ich auch wirklich dahinter bin oder wo ich überzeugt von bin. Das ist mir immer ganz wichtig. Und ich habe vorhin hier schon gesagt, dass ich es immer gut finde, wenn es Menschen gibt, die einfach für eine bestimmte gute Sache was tun, ohne dann am Ende ein bestimmtes Profit für sich selber ausschlagen zu können. Und das finde ich bewundernswert, und deshalb stehe ich auch hinter dem Projekt. Eine bewundernswerte Arbeit, durch die Vereine erst zukunftsfähig werden. Unentgeltlich, aber alles andere als wertlos.